Frau, Leute, da sind wir beim nächsten Spiel und ich habe einen Dommer dabei. Servus. Und wir gucken uns heute an Buck Scam gegen Blood in Texas. Spannend. Ja. Vor allem Buck Scam hat man lange nicht mehr gesehen. Nee. Also ich habe die Liste ja mal rauf und runter gezockt, als ich viel auf ELM Qualifiern war. Und habe damit ja auch 3 oder 4 ELM Qualifier Top 8ed. Habe ich da vergessen, eine Karte zu ziehen? Ich glaube nicht. Sie macht. Nee, passt. Genau. Und auf der anderen Seite Blood in Texas, bei uns so ein bisschen der Newcomer, der immer wieder auf Kamera kommt. Death in Texas mit einer Rot Splash. Ja, für 2 Karten. Ja, Magus of the Moon und den Bombardier. Genau. Dann haben wir einen Force of Will Pitch, dann haben wir eine Grief, die hier noch voraussetzt. Double Stoneforge, sehr stark. Oh, das ist gut. Also wenn man jetzt einen Reanimate hat, geht man auf die Stoneforge und nimmt dann Beide Stoneforge raus. Das ist der sogenannte Scam. Wizard of the Coast möchte, dass ich das Deck Elementals nenne. Evoke. Evoke. Ja, das ist Buck Evoke. Ja, die wir sind hier aber nicht auf Star Wars, wir sind nicht auf Endor. Ja, ich wollte gerade sagen, irgendwo, wo so kleine, süße Felsige gewesen rumrennen. Ja. Was ist der Grünanteil hier? Der komische Olifant? Nee, der Grünanteil ist tatsächlich Sachen wie der Command. Mhm. Also nicht der Golgari Command, sondern der Witherbloom Command. Mhm. Die Library. Ah, ja. Uro. Bläh. Leovold. All solche Karten. Macht halt Spaß, das wäre uns Sideboard halt. Ne? Genau. Und, Sideboard, also was wie die. Gott, wie heißen sie? Pernicious Deeds und so weiter. Oh, sehr, ja, sehr stimmt. Oh, da ist eine 202 als Wachsamkeitskreatur. Mhm. Oh, spannend. Boah, ich hätte jetzt schon fast an Bugscams Stelle mich eingelullert, dass da ein Mad Blood Moon kommt. Jo, das ist auch ziemlich kacke, wenn das kommt. Double Block gemacht, ja. Verstehe ich auch nicht ganz. Den kann man eigentlich racen, man ist bei mehr Leben. Und der Kreatur juckt dich eigentlich überhaupt nicht. Ja gut, der Erstschlag killt dich direkt, stimmt. Okay, war doch smart, habe ich gedacht. Dann kommt der Reanimate für die Grief wieder. Interesting. Double End. Jo. Oh, Ports. Stimmt, da sind Ports drin. Uff. Das habe ich vergessen. bis gezeigt wurde. Boah, war der Move gerade bad. Ja. Und der hat einfach nur 4 Leben gekostet. Ja. Und da ist ein Recruiter. Don't mind if I do. Der kann holen Solitude oder halt Magus. Ja. Magus ist, glaube ich, hier richtig strong. Community-Ebene. Mhm. Ja, sieht halt gerade echt schlecht aus für Scam. Ja. Aber das ist normal, weil Bugscam einfach das Problem hat, man versucht beide Spieler gleichzeitig runter zu grinden. Und das hat mal funktioniert. Das funktioniert jetzt halt nicht mehr so gut. Nee. Und ich habe generell das Gefühl, dass Scam gegen Texas, solange es nicht einen Reanimator-Plan drin hat, was ihr ja letzte Woche gesehen haben, halt völlig aufgeschmissen ist. Ja. So, Magus. Da geht man tatsächlich auf Solitude, okay. Okay. Gut, den Sack zumachen nur, aber. Ja, okay, machst du so auch. Du hast da wie viel Power auf dem Board liegen? 5? Ja, wenn er jetzt Land Uro kommt, hast du schon Scheiße. Ja, okay, das stimmt. Also. Aber Bugs Game hat halt nicht die Möglichkeiten, wirklich Basic Land zu spielen. Ja, Bartzies. Kostet mal noch mehr. Ja, und dann geht der Solitude. Wow. Wenn man jetzt den Magus of the Moon sieht, dann wäre es natürlich genial. Also jetzt Magus wäre. Dann Draw. Das ist ein Swords. Das würde ich nicht ballern. Nee. Würde ich nicht machen. Einfach mit der Talia reinhalten. Genau, die und nochmal mit beiden Kreaturen angreifen. Talia und der Wachsamkeit-Kreatur. Genau. Schön rein. Man muss jetzt irgendwie blocken. Man muss natürlich schauen, wie es irgendwie weitergeht. Wenn, dann blockt man den 2-1er. Ist Legendary, ne? Ja. Boah, ist die nur Legendary Wachsamkeit?
Nö, man kann beide, man kann sie tappen, um zwei Spieler eine Karte ziehen zu lassen. Aber die hätte man hier safen können, glaube ich. Man hat sonst nicht so wirklich Mana, was man benutzen möchte. Es sei denn, man benutzt die Talie, findet die Talie halt wirklich so wichtig. Oh, ich glaube, da war noch ein Grief. Ja, machst du halt nichts mehr. Das anders, was man machen kann, ist Patron werden. Werbung! Absolute Werbung. Genau. Aktuell sind ein paar Talia-Level-Tiers wieder offen. Talia-Plus-Tiers sind aktuell noch zu. Supporter-Tiers sind immer offen. YouTube-Membership auch. Wenn ihr mich irgendwie unterstützen wollt, finanziell könnt ihr gerne mal dort vorbeischauen und euch überlegen, ob ihr das tun wollt. So. Maligen auf 5. Gink-Scam. Das ist spannend. Oh, das kann schwer werden. Da würde ich hoffen, dass ich einen Scam-Start habe. Das kann schwerwiegende Folgen haben. Boah. Boarding, was kann Blood and Texas reinnehmen? Mehr. Mehr Moon-Effekte. Moon-Effekte und wenn es hat, Removal, ne? Mm. Boah. Ja, das ist keine gute Hand, aber. Du kannst theoretisch die Weil nehmen. Ja. Außer du kannst sie beantworten. Du hast ja jetzt auch so Möglichkeiten. Also er könnte jetzt so was wie Decay oder so geboardet haben. Man nimmt das Solitude. Ja, okay. Dann. Oh, man hat den ja. Scam. Der Scam ist easy real. Game, easy life. Scam ist so broken. Er darf Viole raus und dann gib ihm. Dann spielen wir Magic. Ja. Jetzt auf der anderen Seite hätte man auch wirklich die Edda-Viole nehmen, lassen können, weil es halt keine Kreatur ist. Man hätte jetzt, wenn es mehr Damage gemacht. Ja, aber so. Beat, Land. Da ist ein U auf jeden Fall auf der Hand. Das ist ein Problem für Texas. Und da ist ein Boardside bei Texas. Der macht jetzt auch nicht so viel. Er kann noch nicht gecastet werden, ne? Nö, noch nicht. Fehlt noch ein Land. Oder Mana. Ja, genau. Wollte ich gerade sagen. Genau, jetzt wird wahrscheinlich erstmal der Spirit gespielt. Jawohl. Man verliert ein Leben. Man wäre auf 16. Man wäre auf 16, ja. Ja. Dann Ponder. Dass keine Karte zieht. Nö. Hoffentlich zieht es keine Karte. Karte sagt nein. Ja, das ist halt genau der Punkt. Karte sagt eigentlich nein. Okay. Wenn man schon kein Leben abzieht, dann wenigstens das. Damit ist man auf 13. 13, ja. Mal sehen, ob es interessant wird. Ja, ist immer wieder spannend bei sowas. Aber es passiert regelmäßig. Das ist, darf man echt nicht vergessen, wie oft sowas leider passiert. Ja, okay, ist doch ein schnelles Game. Ich will einfach Bombardier. Bombardier 5 Damage ins Gesicht. Das ist so verlockend. Juhu. 12. Und Gesichtsmassage. Rubbel die Katz. Bam. Ja, und das kann jetzt halt richtig schnell eklig werden, wenn jetzt die Stoneforge-Engine nächste Runde kommt. Mhm. Wenn ein Landball kommt, wäre halt super. Dann kannst du Stoneforge spielen, kannst die Stoneforge irgendwo drauf pingen und blablabla machen. Mhm. Boah, wäre ich fast schon versuchen gewesen, den Spirit hinterher zu schmeißen, glaube ich. Ja. Kein Ohr. Ich verstehe es gerade nicht. Also irgendwas muss er ja haben. Hm. So, da ist dein Land. Ja, Wasteland grün. Ja, ne? Dann ist muss man eben schauen, wie es reagiert. Vielleicht ist hier noch ein Push oder irgendwie ein... Du würdest ja, die Stoneforge Second Main spielen. Ja, erstmal Combat. What? Oder er hat keinen Mana gefloatet. Kann natürlich auch sein. Das glaube ich nicht. Was ist denn hier? Linesash? Ja, Linesash. Uro ist die einzige Karte, die ich halt gerade richtig hart nach hinten setzt. Ja. Und den kann der nächste Runde nur spielen und nicht, nicht evoken. Ja. Nicht escapen, also kannst du ihn fressen. Ja. Und ja. Da ist ein Problem. Finde ich so eine Idee. Im Notfall kannst du die Linesash auch dem Gegner in den Kopf werfen. Also Kaldra. Die Frage ist natürlich, ob man jetzt irgendwie Kaldra macht, um Kaldra halt safe irgendwie nächste Runde durchzukriegen zum Gewinn. Oder ob man die Safe Route geht mit
mit der Lion Session. Ich würde dir die Lion Session empfehlen. Kaldra selber macht halt nicht so viel, wenn die Stoneforge removed wird. Und gerade wenn man das nicht Second Main spielt, weil man vielleicht sogar die Stoneforge auf die auf den Grief werfen möchte. Oder muss. Ja. Weil so hast du jetzt 5 Schaden, nächste Runde hast du nochmal 5. So oder so. Ja, nee, hier würde ich auf jeden Fall die Stoneforge nach dem Angriff, nachdem man den Angreifer deklariert hat, auf den Grief werfen, um das durchzukommen. Da kommt Petty Theft. Das ist ja, aber dann auch, greift man nicht an. Nee, dann greift nicht an. Dann wichtig, man muss das hier bevor Attacker Declare machen. Mhm. Die Frage ist, Kaldra? Maybe sogar besser gewesen wäre. Ja, heißt, man hätte erst hauen, dann bauen, ne? Wie man es im Blackie Talk schon hat. Ja, immer erst hauen, dann bauen. Das ist tatsächlich etwas, was sehr, sehr, sehr wichtig ist. Oh, ja, Baumaster, das ist schwierig. Das könnte jetzt wirklich problematisch werden. Ja, weil du hättest jetzt Kaldra geholt, hättest ein ganz anderes Board State. Mhm. Und du hättest sie auch safe machen können. Also, du wärst zwar in derselbe reingegangen, aber du hättest gesehen, dass der Removal halt nur so minder gut wäre. Ja. Ist auf 9. Und hat eine Mutti. Boah, da würde ich ein Mana die Mutti spielen. Vor ein Mana die Mutti spielen und die Lion Sash reinschieten. Ja, vor allem kannst du ja mit Block Tap tatsächlich noch machen. Ja, das wär mein Weg. Ich würde die ohne Damage machen, aber okay. Das ist jetzt auf 8. Und dann Go sagen. Jupp. Weil eine 1-2er hält eben auch diese 1-1er vom Angreifen ab. Ja, plus, und du hast wirklich knapp. Du hast den Punkt auch, dass der Gegner denken könnte, du hast eine Kaldra gezogen oder so. Hm. Also der weiß halt jetzt, was einen anderen. Ne, hast du nicht. Kaldra hat direkt Eile und könnte direkt auf die Schnauze hauen. Ja, hast du nicht, weil er weiß ja, dass der Affe bei dir in der Hand ist. Hm. Schade. Du meinst den guten Goblin? Affe. Ja, der sieht halt aus wie ein Affe, mein das Gott. Ist aber ein Goblin. Ist noch nicht so weit voneinander entfernt vom Stammbaum. Menschen übrigens auch nicht. Das stimmt. Genau, jetzt natürlich die Frage. Wie gesagt, Block, Block. Und Tap, man bringt die kleine rein. Ja, finde ich gut. Sie kann auch nicht tappen. Sie kann auch nicht tappen. Die hätte ich knallhart geopfert. Die hätte ich knallhart gegen das Ding geopfert. Sie. Dann hast du nämlich ein viel angenehmeres Board State, wenn der 3-2er da liegt. Vor allem bist du nicht nur auf 5 Leben. Ja, ein Proxy-Leben hat er ja. Aber es ist spannend. Also jetzt gerade der Goblin macht gerade 4. 6 Damage. Die Lion Sash kann noch nichts, doch kann fressen bei Taxes. Mm. Heißt, die kann sogar noch einen Schaden mehr machen. Mm. Wenn man Mana zieht. Okay, so hast du jetzt halt den Manka. Oh. Das natürlich auch gut. Oh, den würde ich werfen. Den würde ich werfen. Der macht das Game fast schon zu. Mm-hmm. Den werfen, du kannst den protecten mit Mutti. Yo. Nice. Den würde ich auf jeden Fall werfen. Der wäre so safe auf dem Board. Am Leben ist man noch 4. Ja. Ja. Das ist. Oh, das ist ein Schlag in den Nacken. Das ist widerlich. Und da wird noch nicht mal Mana reingetappt. Boah, greift mal jetzt an. Ja, ich weiß nicht, ob der schon resolved ist. Ach so. Mit der. Okay, du kannst mit der Stoneforge auf jeden Fall angreifen. Kannst du? Die kannst du auch reinschmeißen. Die hätte ich hinten behalten für die Baumaster-Geschisse-Leute. Ha, spannend. Weil er kann jetzt mit beiden blocken und du machst vielleicht den Original-Baumaster platt. Mhm, ja, verlierst du einen Blocker, ja. Genau, also. Mhm.
Du hast 4 Leben nur. Das heißt, du musst gleich auf jeden Fall das Grief blocken. Das kannst du machen mit Mutti plus Lion Sash. Lässt halt die Lion Sash, aber die ist, glaube ich, nicht so wichtig, wenn der Magus gerade draußen ist. Dementsprechend. Ja, spannend. Was passiert hier? Ist das noch? Ist das noch? Hä? 2 Karten. Force of Despair. Ist das widerlich. Geile Karte. Force of Despair destroyed eine Kreatur, die diese Runde in alle Jede. Kreaturen, die diese Runde ins Spiel gekommen sind. Ein geiler Tag gegen Goblins. Ja. Ui. Wirklich guter Tag gegen Goblins. Das ist jetzt widerlich. Mhm. Vor allen Dingen hast du jetzt, ja, du hast jetzt halt wieder freie Bahn. Mit Mana. Ja, auf der anderen Seite es hat halt wieder 2 Handkarten gekostet. Mhm. Dementsprechend, ja, mal schauen. Random Draw mit zurückgekattet. Random Draw. Ja, die Force of Despair ist eine richtig gute Karte gegen halt Goblins. Daher wird sie auch immer mehr gespielt. Und ich finde sie richtig so. Oh mein Gott, mit dem Uru auf der Hand das Land gefunden. Shit. Spannend. Du hast auch immer noch den Brazen im Off. Mhm. Das ist immer noch eine Backup-Creature. Ja, block mit den beiden. Und dann protectest du die andere. Was? Der kennt den Uru nicht. Ja, die einzige Karte, die dich hier gerade vernichtet, ist Lion Sage und nicht Removal. Uff. Das ist ein Recruiter? Ja. Recruiter für Magus wäre halt okay. Ja, aber... Ja, du musst ihn nur von seinem Mana abschneiden. Oder du gehst halt jetzt einfach für den Goblin. Gehst für den Goblin, greifst an, lässt die Mutti zurück. Ja, jetzt haben wir noch 3. 3 ist natürlich auch noch der beschissene Zahl. Ja. Genau, dann greifst du mit dem und der Stormforge. Und der Stormforge an. Mhm. 7. Jetzt schmeiß doch die Stormforge da rein, hast du gewonnen. Mit der Stoneforge da rein wäre er jetzt auf 3 Leben. Hm. Jetzt geht er hoch auf 6. Hm. Und wenn du dann angreifst und dem vorher Schutz vor Schwarz gibst, sodass der nicht geblockt werden kann. Oh, dann schmeißt du einfach deinen 3-Drop hinterher. Und schmeißt den 3-Drop hinterher und hast einfach gewonnen. Ja. Surgical ist gute Karte gegen Uro, aber man hat halt auch nur noch eigentlich nur noch 2 Leben und damit praktisch nur noch tot. Nee, das letzte Runde die Stoneforge schmeißen, diese Runde 3 Drop schmeißen, weil egal was er macht, man hatte immer noch die Mutti offen und die Stoneforge ist super nutzlos. Der kann den Uro doch, glaube ich, gar nicht spielen, oder? Der hat doch viel zu wenig im Friedhof. Nee, im Friedhof müsste mittlerweile genug sein, tatsächlich. Ja, sieht man halt nicht. Genau, dann sieht man nicht so gut. Oh. Ja, spannend. Das ist weggeschmissen, meiner Meinung nach. Ja, Blocker, Marv ist vor Blockers, ne? Ja. Ja. Dann geht man runter auf eigentlich 2. Ja. Und damit ist die Surgical halt auch raus. Was suchst du? Ich habe keine Ahnung. Ich hätte will es auch echt nicht mehr assumen. Oder? Nee, das war. Da hatten wir die Surgical auf der Hand, ja. Stoneforge. Ja, für Kaldra. Ja, es ist viel zu langsam. Wieder abgesehen davon, dass man jetzt gewonnen hätte, glaube ich tatsächlich, dass man hier eher noch versuchen hätte, einfach mehr von den Recruitern zu holen. Oder eben tatsächlich den Magus. Der Magus wird hier. Ach nee, man hat. Ist das Pre-Board? Das ist Game 2, ja. Da hat man auf jeden Fall mehr Magus im Deck.
Ist also gegen Bug auf jeden Fall. Boah. Ja. Jetzt muss irgendwann mal was geworfen werden. Wenn man jetzt 3 wirft, der Gegner dann Surgical. Du bist tot. Eigentlich ist man schon tot, ja. Ja. Da ist ein Bowmaster, man ist so oder so tot. Lustigerweise glaube ich, dass das Surgical nicht gespielt worden wäre, wenn man noch auf 2 Leben wäre. Und dann hätte man, glaube ich, gewonnen. Ja, hier wird, glaube ich, nochmal drüber geredet, dass man halt hätte gewinnen können. Aber so bekommen wir in Runde 3 auch das ganz, ganz spannend, weil manchmal kann man eben auch damit ganz gut was machen. Runde 3, Beginn von Blood and Taxes, das ist natürlich stark. Jo. King Scan, sonst gut. Und oh, Mulligan. Uiuiuiui, noch eine. Noch eine? Das wäre Mulligan auf 4, das wäre übel. Nee, man, nee, also 5 ist halt trotzdem ätzend. Ja, 5 ist super ätzend. Ja. Kein Ballstart, okay. Ja. Und auch nicht mit dem Basic, was man auf der Hand hatte, sondern lieber das Duel, das finde ich spannend. Man will ja eigentlich eher, dass das aus Angst vor Wasteland eher das Basic spielen. Ja, aber gegen Bugs Scam. Klar. Wow. Da sind hundertprozentig 3-4 Wastelands drin. Da geht die Talia. Ja, okay, Brust musst du machen. Bei dem, Days wenn du schon on the play. On the draw. Wenn man also, nichts zum Boarden hat. Für die Leute, die es nicht wissen. Man versucht Days immer dann im Deck zu behalten, wenn man anfängt mit dem Spiel. Ansonsten endet man wie jetzt gerade. Man hat im schlimmsten Fall ein getapptes Land und der Gegner hat halt 3 Länder und spielt geilen Stuff, wenn man gedazed hat. Und das setzt einen so weit nach hinten, dass normalerweise Days, dadurch, dass es ja kostenlos wird, wenn man Land zurück auf die Hand nimmt, eigentlich ein Tempo-Play ist. Man versucht, eine Geschwindigkeit aufzubauen, eine fühlbare Geschwindigkeit, über den Gegner hinweg. Indem man sich aber jetzt auf 1-3 Ländern zurücksetzt, ist es halt wirklich schlecht. Deswegen, wenn ihr Days spielt, in, sagen wir, 80% der Fälle, ist es sinnvoll, wenn der Gegner anfängt, dass ihr eure Days rausboardet. Weil jetzt zum Beispiel auch hat der Gegner, er spielt leicht auf Curve und hat immer das Mana. Jupp. Und deswegen, wenn da irgendwas ist, boardet doch einfach Days raus. Das wäre auch das Erste, was ich cutten würde. Ja, immer. Also selbst wenn du, es gibt, glaube ich, nicht die Möglichkeit, dass du keine Karte geboardet hast. Da werden blaue Blast drin sein, die kannst du spielen, du hast die Magus gesehen. Ja. Days ist so unendlich schlecht, wenn der Gegner anfängt. Und dann auch noch sowas hat wie Talia. Boah! Also, das ist übel. Ist das eine eklige Hand? Ja, du da musst das Solitude. Dann kommt der Reanimate. Next, Shieldred's Edict. Okay, das ist auch gut. Ja. Genau. Anders ist es natürlich, wenn man on the play ist, wenn man Land spielt, eine Threat spielt, der Gegner spielt was, man days das, spielt das Land und spielt was und hat einfach nur den Gegner anfangen lassen, aber man hat selber mit einer 3-2 Kreatur gestartet. Ja. Was einfach ein ganz anderer Play ist. Also es fühlt sich ganz anders an im Spiel, wenn man das so macht. Plus du hast halt ganz, dadurch, dass days nur 2 Mana kostet, hast du halt auch oft das, die Sache, du kannst days dann den zweiten Turn auch einfach cast spielen, ja. Wenn du nichts anderes zu tun hast. Yes. Aber jetzt zurück dazu. Blood and Taxes mit einem Landfall Miss. Dementsprechend wurde da das gemacht. Daraufhin wird jetzt aktiviert und Gebaumaster. Das war klar. Deswegen hätte ich da tatsächlich nicht gefressen. Wenn du nichts frisst, dann ist das Ding auch gegen Baumaster geschützt, weil man hätte on top jetzt nochmal was machen können. Und dann hätte man für immer die Lionfish gehabt. Deswegen macht man das nicht. Auch wenn es verlockend ist. Es ist so unendlich verlockend. Ich kann verstehen, dass man es tun möchte. Aber man macht sich halt damit anfällig. Boah, Wasteland. 3 Mann am... Okay, schafft. Ich dachte Magus. Damit holt man jetzt hoffentlich einen Magus. Ja. Also ja, da ist jetzt noch ein Sumpf. Und ja, ich glaube, das Bugs Game spielt ein Sumpf, eine Insel. Aber
Es ist, Magus ist so eine gute Karte in diesem Matchup. Ja. Und dafür wird er viel zu selten rausgeholt, finde ich. Boah. Ja, Beat Beat blockt den Original. Bam. Kein Land. Dann, da ist auf jeden Fall noch ein Land. Spielt man die Stone Forge oder so. Nee, das ist das Land, was der Nuss Tabs den Damage schießt. Aber das sollte man auf jeden Fall spielen. Ja, ja. Sunbaked Canyon. Ah, die gute Turn 23 Elder Fiona. Die macht richtig viel. Frage, ob man so lange warten will. Ich glaube nicht. Ich glaube, du musst hier trotzdem die Stormforge müsste knallen. Ja. Line Sash ist raus. Betterskull ist raus. Caldera ist raus. Bleibt nur Betterskull. Boah, die können wir sogar fast spielen. Da kommt ein Brazen. Auf die Stormforge. Ja, ja. Das heißt, obwohl, ab jetzt ist die nutzlos. Ja, ab jetzt ist die nur noch ein Free Shuffle. Boah. Aber mir fehlen noch einfach Länder bei Bugs. Ja. Ich glaube, da hätte ich auf den Germ-Token. Ah, nee, dann kann der die in equippen. Ja, das equippen wir halt schon eklig, aber es kauft dir halt 3-4 Runden mehr. Ja. Ah, nee, tut's nicht. Der spielt sie sonst nächste Runde vor allem die Caldera runter. Und dann hättest du die Caldera gejurmt. Stimmt, das wäre ein Weg gewesen. Das wäre ein Weg gewesen. Dann hättest du 2 Runden gekauft. So braucht er jetzt 2 Runden. Ja. Da ist ein Caracas. Einfach Hardcast bei das Geil. Jo. Einfach Hardcast bei das Geil. No shits are given. No respect. Ja, und jetzt guckt Bugscam ziemlich in die Röhre. Aber das ist nach dem Start, also nach Mal auf 5. Und einem Days. Und einem Days. Ich bin überhaupt erstaunt, dass der Spiel überhaupt noch im Spiel ist. Boah. Schwierig. Man hat anscheinend irgendwas für den Friedhof gefunden. Reanimate vielleicht oder Life from the Loam. Ah ne, Witherbloom Command. Naja, man kann halt die Elder Fiona zerstören, was den Gegner wieder hart zurücksetzen würde. Und danach kann man 3 Karten millen, vielleicht sich auch selber millen und ein Land nehmen. Ja. Das ist auch the way to go. 1, 2, 3. Und da kann man dann halt 3 Länder nehmen. Das heißt, Dual, Fetch, ein Land. Ein Land kann man nehmen. Ist kein Ding. Ist kein Life from Loam. Life, ja. Genau, dann Dual, dann Go. Und nächste Runde kann man halt mit Brazen anfangen, Pressure zu machen. 4, 20 zu 15. Das wird jetzt halt schwierig. Talia auch noch. Eieieiei. Nee, da hätte ich erst Italia gespielt. Jo. Immer erst Italia spielen, den Gegner vom Mana absaven. Man spielt nicht Italia. Hä? Ich bin unendlich verwirrt. Ich verstehe es auch nicht. Ja. Also ich bin wirklich verwirrt. Vielleicht für die Betterskull zum Zurücknehmen, aber das ist halt nicht annähernd so stark, wie einfach die Talia zu smashen. Und jetzt die Talia zu smashen macht halt nicht so viel Sinn, weil jetzt kann man halt den Stoneforge-Trick machen. Ja. Also Stoneforge-Trick heißt ja, aktiviere Stoneforge, darauf nehme ich die Betterskull auf die Hand. Genau, damit er da keine großartige Interaktion daraus machen kann. Genau, und das machst du halt auf dem Removal. Genau. Boah, aber irgendwie war das nicht der Plan. Für 3 Mana Uro? Oder... Was? Leovold.
Aber Leowelt macht halt nicht mehr so viel. Auch gegen das Decknet. Oh doch, Ports, Karakas. Ja. Swords auf Uro und so lässt sich immer noch eine Karte mitziehen. Ist eigentlich ganz nett. Stimmt schon. Ist eigentlich ganz nett. Was ist das, ein Bombardier? Ist ein Bombardier. All hail the Bombardier. Ja, let's fetz, ne? Ja. Der lässt übrigens auch keinen Karten ziehen. Ja, bounce den Leowold. Bieten mit allem. Also das wäre jetzt der Weg. Okay, es ist nicht der Weg. Ja, okay, du kannst die Stoneforge halt auch zum Reinschmeißen nehmen, ne? Ja, aber bounce den Leowold, beat mit allem, hätte nächste Runde einfach beat mit. Man hätte dann mit dem Affen die eine Stoneforge auf den Grief schmeißen können. Ja. Wäre halt auf jeden Fall safe durchgekommen und hätte auf jeden Fall eine Menge mehr Damage gemacht. Spannend. Also, die Decisions sind spannend. Ja. Genau, und dann triggert er und den schmeißt man dann jetzt auf den Leowald. Ja. Jawohl. Und dann triggert er und der gute Bugs-Game-Spieler zieht eine Karte. Jetzt ist der Farber gleich wahrscheinlich tot. Genau, man kann ihn jetzt double blocken. Und muss er ja noch nicht mehr, muss er nur das Grief reinhalten. Nee, der hat Menace. Stimmt. Der hat Menace. Deswegen, also alles in allem, Grief und Ork da jetzt rein. Der Grief tradet. Und das andere wäre halt eine sehr ähnliche Situation gewesen. Nur dass der Leowold halt auf der Hand wäre und der Grief tot wäre. Ja, und dementsprechend kein Block auf den Affen. Genau. Okay, da wird auf die Stoneforge. Ja, hier wird der Menace vergessen. Da wird gerade gesagt, er hat einen Menace. Hoffentlich. Hoffentlich. Aber die Frage ist halt, ob man ihn wirklich so. Ja, man muss den so wegblocken. Nee, das geht aber nicht. Warum? Weil der Goblin Menace hat. Wurde ignoriert. Okay. Dann ist das so. Read the card, explains the card. Also es ändert jetzt nicht so viel dran, außer dass man vier Damage mehr im Gesicht hätte. Was schon eine Menge ist wiederum, muss ich jetzt ehrlich sagen. Also irgendwas scheint mal gezogen zu haben oder macht halt nichts und überlegt noch, ob man irgendwas haben könnte. Ich glaube, hier geht es wirklich darum, dass man, ob man irgendwie es schafft, den irgendwie reinzuholen. Ich glaube, das ist ein Murky? Nee. Was war das denn für ein Land? Ich glaube, das war einfach ein Fetchland aus dem. Ah nee, das ist der spielt ein Schockland, oder? Nee, was war das? Keine Ahnung. Zwei Mana. Push? Anscheinend ein Edikt? Nee, weil Italien hat einmal mehr gekostet. Also wahrscheinlich Push. Das kann sein, ja. Mutti. Ja, dann wären wir jetzt tot. Jetzt gehen wir noch 3 runter. Und nächste Runde kann die Mutti halt ungeblockt angreifen. Ja, du hast halt jetzt noch den Brazen. Der kostet dich halt ein Leben. Ja, der kann auch nur fliegende blocken. Ja. Er hat jetzt halt auch eine Fiktillion von Leben, ne? Jo, da sind eine Menge Würfel auf diesem Würfel. Aber ich glaube, das ist um. Ja, das ist. Jo, jetzt noch Wasteland drauf. Ja, das ist um. Das ist vorbei. Das ist um. Das wäre jetzt sogar komplett vorbei, wenn der Affe noch da wäre. Jo, das ist richtig. Aber da hätte man schon lange verloren. Dementsprechend sieht das nach einem 2-1 für Bugs Game aus. Wobei Brainstorm kann Dinge ändern. Nee, das nicht mehr. Nee, ich weiß auch nicht wie. Land Damnation. Du hast die Mutti liegen. Land Damnation. Ja, hab ich jetzt den letzten Freitag gespielt im Cycle. 2-1, Blood and Texas gewinnt hier nach einer sehr messy Schlacht. Ich hoffe, ihr habt Spaß. Wenn ja, könnt ihr den Daumen nach oben da lassen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.